Servus liebe Braufreunde, in diesem Video braut ihr mit mir zusammen ein Amber-Check-Lager. Ja, mal wieder ein tschechisches Pilsener, diesmal ein bernsteinfarbenes, so wie das letzte Mal. Da habe ich es aber im Dekoktionsmaische-Verfahren gebraut und dieses Mal habe ich tatsächlich einfach ein Karamellmalz benutzt, um die Farbe ein bisschen dunkler zu bekommen um diesen Karamellgeschmack in das Bier hineinzubekommen. Und was ich diesmal bei diesem Bier ausprobieren wollte, das tschechische Pilsener soll ja Diacetyl durchaus enthalten dürfen ein bisschen. Und ich wollte jetzt einfach mal sehen, was passiert, wenn ich hier wirklich maximal Diacetyl drin habe. Das heißt, ich mache kaum eine Diacetylrast, sehr kurz, um einfach mal zu sehen, wie schmeckt so ein Bier, wenn sehr viel Diacetyl drin ist. Ja, ich muss sagen, ich mag den Geschmack von Diacetyl in solchen malzbetonten Bieren eigentlich manchmal ganz gerne, obwohl er verhindert, für mich zumindest, dass ich da ja viel hintereinander von trinken kann, weil es halt einfach vom Geschmack her sehr kräftig ist. Aber ich habe das zum Beispiel manchmal schon beim Augustinerbier gehabt. Das Augustiner hatte ich bekommen, wo tatsächlich Diacetyl drin zu schmecken war. Darf eigentlich bei diesem Münchner Helmbier-Style, meine ich, nicht vorkommen. Aber das ist dem Augustiner anscheinend scheißegal, weil die Leute, die das kaufen, die trinken, merken es eh nicht. Aber ich mochte das auch beim Augustiner eigentlich ganz gerne, wenn das ja noch diese Note hatte. Vielleicht bin ich da was... Wie ist das denn bei euch? Mögt ihr Diacetyl im Bier? Kennt ihr den Geschmack? Ich nenne es immer so ein bisschen nussige fast. Ich mag es eigentlich manchmal ganz gerne, wie gesagt. Und deswegen wollte ich es auch in diesem Bier tatsächlich mal ausprobieren. Das ist mir auch gelungen mit einer ganz, ganz kurzen Diacetylrast. Aber jetzt erstmal zum Brauverfahren, das ich angewendet habe. Ganz normal, ohne Dekoktionsmaische-Verfahren, wie gesagt. Ich kann euch einfach mal aufzählen, was da drin ist an Malz. Das sind 1,3 Kilogramm Pilsener Malz, 300 Gramm Cara Munich 3, da kommt halt diese Farbe her, 3,3 Kilogramm Munich Malz, also Münchner Malz, das hatte ich noch übrig. Habe ich auch so ein bisschen hingefuscht, was alles noch so da war. Und 486 Gramm, 500 Gramm, sagen wir mal, Wiener Malz. So ein bisschen ein Restebier war das auch. Hat aber ganz gut funktioniert. Wenn ihr es natürlich richtig stilecht brauen wollt, dann nehmt ihr natürlich rein Pilsner Malz und vielleicht so ein bisschen von diesem Karamellmalz, das ich auch genommen habe. Wasser, Brauwasser, wie gehabt, benutze ich RO-Wasser. Das habe ich mit ein bisschen Mineralien angereichert, aber nicht sehr stark, um ein möglichst weiches Wasser hinzubekommen, was für diesen Bierstil eigentlich ganz gut sein soll. Gemeischt auch sehr einfach bei 68 Grad Celsius für 45 Minuten und dann nochmal 10 Minuten bei 75 Grad zum Abmeischen. Und da hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger in der 68 Grad Rast bleiben können, denn tatsächlich hatte ich ganz am Ende eine Brewhouse Efficiency, keine Brauhausausbeute, sondern eine Brewhouse Efficiency. Das habe ich ja in einem Video von vor ein paar Wochen mal erklärt, was da der Unterschied ist. Ich hatte eine Brewhouse Efficiency von 60%. Das ist sehr niedrig. Möglicherweise hätte ich da noch ein bisschen länger maischen sollen oder ja, der Nachguss hätte etwas langsamer geschehen sollen. Ist ein bisschen niedriger als gewünscht, aber das ist jetzt einfach mal so gewesen. Ist auch nicht so schlimm. Ich habe danach noch ein anderes Bier gebraut. Da war ich dann bei 68%. Das ist schon okay eigentlich für den Braumeister, auch wenn es da ein bisschen höher sicherlich auch noch geht. Wie gesagt, 60% Sudhausausbeute wollte ich hier mal anmerken, weil das ja auch immer von Interesse bei euch war, was ich da so habe. Dann gekocht 60 Minuten, den Hopfen 14 Gramm Hallertau Magnum für 60 Minuten. Dann 20 Gramm Saatz für 20 Minuten und 20 Gramm Saatz für 5 Minuten. Das heißt, nicht besonders bitter, natürlich bei diesem tschechischen Pilsener. Und eine schöne Hopfennote dann durchaus in dem Bier drinne. Fermentiert das Ganze mit 2 Packerln von dem Mangrove Jacks M84 Bohemian Lager. Trockenhefe habe ich 2 von diesen Packerln einfach reingeschmissen in das Bier. Und dann hat die Hefe auch schon relativ schnell angefangen loszulegen. Ihr seht hier die Fermentation, wie sie von meinem Tilt mitgelockt wurde. Ihr seht da so einen Huppel nach 2 Tagen, nach
ja, nach gut einem Tag. Das ist das Hauptkräusen. Das kann der Tilt dann nicht mehr richtig darstellen, weil der halt nach oben von diesem Schaum nach oben getrieben wird. Und da kommt es dann am Anfang beim Hauptkrausen immer zu einer Fehldarstellung in der Statistik hier, muss man halt wissen. Und dann seht ihr aber, wie es weiter runter geht, bis der Endvergärungsgrad von, ich glaube, so 5 Grad Plato erreicht ist. Und da habe ich es dann noch für 2 Tage gelassen. Und dann habe ich tatsächlich das Ganze war bei einer Temperatur von 12 Grad, also bei einer Lagerfermentationstemperatur. Hat super funktioniert, wie ihr seht, die Hefe hier. Dann habe ich für nicht mal 24 Stunden die Temperatur angehoben, auf 20 Grad kommen lassen und direkt als es bei 20 Grad angekommen ist, relativ schnell dann den Cold Crash eingeleitet. Das heißt, das ist diese ganz, ganz kurze Diacetylrast. Ich habe es mich nicht getraut, gar keine Diacetylrast zu machen. Und diese ganz kurze Diacetylrast von, ich sag mal, 24 Stunden sollte halt provozieren, dass ich auf jeden Fall Diacetyl in dem Bier drin habe, um mal zu sehen, wie es mit richtig krass viel Diacetyl schmeckt. Ja, und dann Cold Crash ins Keg abgefüllt, in den Kieser gestellt und dann tatsächlich 4 Wochen lagern lassen, ohne das Bier anzufassen. Wir waren nämlich 4 Wochen verreist und tatsächlich bin ich nach Hause gekommen von dieser Reise und habe das Bier natürlich sofort probiert. Es sah tatsächlich auch schon so aus. Eigentlich sehr schön, genauso wie ich es mir gewünscht hatte von der Farbe her. Und ganz am Anfang hat mich tatsächlich so eine Diacetylbombe quasi so ein bisschen erwartet. Ich trinke es jetzt nochmal mit euch an. Ja, und es ist natürlich immer noch da. Ich glaube, dieser Diacetyl, das verschwindet ja auch nicht mehr. Und ich finde, also man schmeckt es schon stark raus, also relativ stark. Also das schmeckt schon wie ein, also erstmal das Bier, das schmeckt sehr gut. Dieses Rezept kann ich euch echt empfehlen. Das war auch, wie gesagt, relativ einfach zu brauen. Es ist so vom Geschmack her tatsächlich so ein bisschen einfacher, sage ich mal, als das Bier, das ich mit der Dekoktionsmeische das letzte Mal gebraut habe. Das war irgendwie, das hat vielschichtiger geschmeckt und so ein bisschen süßlicher auch. Und wobei hier jetzt natürlich mit verschiedenen Grundmalzen auch rumgepanscht wurde ein bisschen. Aber ich meine, auch dieser Karamellcharakter, der kommt schon noch anders heraus als bei dem Dekoktionsmeische-Pilsner. Schmeckt aber sehr gut, finde ich. Ich mag ja diese tschechischen Pilsner gerne. Das schmeckt sehr schön. Auch die Hopfennote kommt noch schön raus. Jetzt auch nachdem es, ich glaube, seit 4 Wochen trinke ich da dran schon. Das heißt, das Bier ist jetzt ungefähr 8 Wochen alt und schmeckt sehr lecker. Aber man schmeckt tatsächlich, man kriegt auf jeden Fall immer so einen Diacetylhauch mit. Also das überlagert jetzt nichts, aber es ist auf jeden Fall da. Es ist kräftiger da als auch bei anderen Bieren, diesen Pilsnern, die ich mit einer längeren Diacetylrast gebraut habe. Also, man kann es auf jeden Fall rausschmecken. Ich würde vielleicht, wenn ich es wieder braue, die Diacetylrast dann doch vielleicht für 2 Tage mal laufen lassen. Um es vielleicht noch ein bisschen dezenter hinzubekommen, weil es meiner Meinung nach für die Drinkability nicht so gut ist mit dem Diacetyl drin. Also, ein leckeres Bier im Grunde mit richtig Diacetyl rein provoziert sozusagen. Probiert das vielleicht mal aus oder schreibt mir in die Kommentare rein, wie ist das bei euch mit dem Diacetyl? Mögt ihr das? Mögt ihr das nicht so? Kann ich natürlich verstehen, wenn das jemand überhaupt nicht mag. Ist ja eigentlich meistens auch ein Fehlgeschmack und natürlich bei anderen Bierstilen möchte ich das auch nicht unbedingt drin schmecken. Aber hier ist es gut, schmeckt auch lecker und selbst wenn ihr eine ganz normale Diacetylrast macht, kann ich euch dieses Rezept empfehlen. Das verlinke ich auch unten beim Brewfather, so wie ich es gebraut habe. Und ja, könnt ihr ja eventuell mal nachbauen. Ja, das war es jetzt erstmal aus meiner kleinen Reihe von tschechischen Lagerbieren. Jetzt ist der Sommer da, da möchte ich eigentlich lieber etwas knackigeres, frischeres trinken, was man auch ein bisschen besser crushen kann sozusagen, also wo man sich mehr hinter die Binde von gießen kann. Also ein leichtes Pale Ale wäre das in meinem Fall oder ein IPA habe ich gerade wieder gebraut. Gibt es dann demnächst hier auf diesem YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne abonnieren, die Glocke da lassen, ist auch immer cool. Tatsächlich, wenn ihr diese Glocke unten anklickt und dann eine
Benachrichtigung bekommt, dass ich ein neues Video habe. Das hilft mir, meinem kleinen Kanal weiter, und ihr wisst dann demnächst sofort als erster Bescheid, wenn es neue coole Rezepte gibt. Ansonsten ja, hat Spaß gemacht, wieder mit euch zu sprechen, und schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, das Diacetyl da reinzuballern, was ihr von tschechischen Pilsnern haltet und vielleicht auch, was ihr euch als Rezept von mir mal wünschen würdet oder generell, was ihr gerne mal von mir sehen würdet an Beer-related Content. Also, vielen Dank, macht's gut, servus. Ja, das ist echt lecker. Ja.